Herzlich willkommen zu unserem 139. Sonntagsvideo hier auf YouTube. Mein Name ist Gabriele von Voloholiker und du bist hier auf dem Kanal von Voloholiker gelandet unter dem Motto Strich schneller, das Leben ist kurz. Wir sind eine Handfärberei aus Bremerhaven mit einem Wollladen und wir machen Bremerhaven bunter. Wir machen Bremerhaven bunter. Diesen Satz habe ich ja seit neuestem als meinem Eröffnungssatz, seitdem ich offizieller Bremerhavener Influencer geworden bin. Wie du siehst, ich habe ein Voloholiker-Tuch um. Das habe ich geschenkt bekommen. Doch, bevor es ganz losgeht, dieses Video kann man als Werbesendung verstehen, sofern man dann den möchte. Ich muss das deklarieren, weil ich zeige dir, ich spreche heute über Anleitungen, das sind nicht unsere eigenen oder meine eigenen. Und du siehst Stricknadeln, Häkelnadeln etc. Deshalb muss ich das so deklarieren. So, das habe ich geschenkt bekommen. Ich wurde auch schon gefragt, ob ich schon eingeweiht hatte. Dann habe ich gesagt, nein, erst im Sonntagsvideo. Ich trage schon den halben Tag. Total lustig. Das ist so ein Musselintuch mit einem geplotterten Voloholiker-Logo. Hat mir die liebe Birgit geschenkt und ein Voloholiker-Button. Unter anderem. Dankeschön nochmal. Ja. Der zusätzliche Satz, wenn ihr mich regelmäßig schaut, dann habt ihr vielleicht gemerkt, ich tue mich damit immer schwer. Ich verhaspel mich da manchmal. Aber der Gesetzgeber will das so, dass der zusätzliche Satz zur Werbung, das ist nun mal so. Und darum, deswegen, so deswegen, kommen wir auch auf das neue Thema der Voloholiker-Gruppe. Wir haben ja eine Voloholiker-Gruppe, die verlinke ich dir unten in der Infobox. Voloholiker Strick schneller, das Leben ist kurz, ist der Name. Da habe ich nach bestimmt über einem Jahr Überlegungen und immer wieder aufkeimendem Ärger und Stress mich dann tatsächlich dazu entschlossen, die Regeln klarer zu formulieren. Es gab keine Regeländerung, dass in der Gruppe nur noch Beiträge zu Voloholiker-Werbung oder zu Voloholiker-Werbung ist blöd gesagt, zu Voloholiker-Wolle ist ja eine Voloholiker-Handfärbergruppe, zu Voloholiker-Garnen erlaubt sind. Der Hintergrund ist vielfältig. Wir haben alle oder alle Administratoren, die in der Gruppe tätig sind. Wir alle sind berufstätig und wenn es Rechtsverstöße gibt, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, haften Administratoren. Ich bin ja auch Administrator und auch Gruppeninhaber mit ihrem Privatvermögen. In letzter Zeit kam es immer häufiger dazu, dass Fremdwolle, ich nenne es jetzt mal Fremdwolle, gepostet wurde. Am Anfang haben wir da großzügig darüber hinweggesehen. Ich habe jetzt länger darüber nachgedacht, seitdem das so ist. Das ist eigentlich seit letztem Oktober. Seit letztem Oktober, wir hatten ja letztes Jahr schon die Aktion der Kubo-Socks. Und dieses Jahr habe ich mich von Astrid und Sigrid Ende letzten Jahres von Astrid und Sigrid belatschern lassen, dass weil Gruppenmitglieder von vornherein davon ausgingen, dass dieses Jahr auch wieder die Kubo Socks Aktion stattfinden wird. Da haben Leute, da haben ganz, ganz viele haben schon Pakete gepackt. Obwohl wir noch gar nicht gesagt hatten, wir machen wieder diese Kubo-Socks-Aktion. Eigentlich war im Gespräch, wir machen was anderes.
Dann sagten die beiden zu mir, ich wollte das eigentlich nicht, aber die anderen beiden sagten, ich wollte was Neues. Dann sagten die anderen beiden zu mir, ah nee, das machen wir jetzt, sie haben ja schon gepackt. Okay, habe ich mich bereitschlagen lassen und dann plätscherte das so vor sich hin und wurde immer mehr. Im Laufe des Jahres habe ich dann mit verschiedenen Leuten mich unterhalten per Messenger. Da wurde mir immer wieder erklärt, ja klar, tolle Aktion, bla bla bla, endlich kann ich meine alte Stashwolle, die mir sowieso nicht gefällt oder die ich sowieso irgendwann eingekauft habe, die habe ich verpackt, muss ich sie nicht mehr angucken und dann muss ich sie ja stricken. Ich habe mit x Leuten gesprochen und das wurde mir immer so erklärt. Dann dachte ich zuerst, ist die Wollerolika-Gruppe jetzt Resteverwertung oder was? Also gut, dann wurde das immer mehr. Zwischendurch habe ich mich ja schon mal gewehrt und habe gesagt, ich bin keine Werbeplattform für irgendjemand anders. Kam es wiederholt so einfach, ich nenne es mal Werbespam, einfach einen Post geteilt auf Facebook, in der Gruppe geteilt, keine Ahnung, die Anleitung, die Wolle und die kann man da nur kaufen in dem Online-Shop. Spricht man denn mit den Leuten? Muss das sein? Wir haben ja einen eigenen Online-Shop. Also ich setze ja nicht oder wir setzen ja nicht alle unser Herzblut in die Wollaholiker-Gruppe, um dann als Werbeplattform für irgendjemand anders unabgesprochen zu agieren. Dann kriegst du nur pampige Antworten. In den Härtefällen wurde ich als Gruppeninhaber oder Administrator auch noch blockiert. Das ist mir kurz vor meinem Post. Ich wollte das eigentlich noch gar nicht machen, sondern ich wollte das sanft anmerken. Dann aufgefallen, dass mich sage und schreibe 11 Leuten, darunter jene Personen, blockiert hatten. Und dann habe ich gedacht, so jetzt ist Schluss. Habe ich erstmal hier Notfallknopf gedrückt in der Wolleholiker-Gruppe, alle rausbefordert. Und dann habe ich mir überlegt, warum muss das sein? Ihr müsst euch so vorstellen, ihr müsst euch das so vorstellen, es geht nicht nur um Fremdwerbung, es geht auch um Haftung. Wenn es gab ja wieder eine Verschärfung vom Internetrecht, weil ich habe die das gelesen. Administratoren in Facebook-Gruppen haften mit ihrem Privatvermögen für Copyright-Verstöße. Wenn ich es jetzt ganz eng sehe und jemand postet da was und schreibt, gestrickt aus, keine Ahnung, Wolle von Firma, ist das ja auch Werbung, unabgesprochen. Ich sag ja auch meinen Spruch. Klar kann man sagen, wo kein Kläger, kein Richter. Andere machen das auch. Aber letztendlich haften wir. Und ich habe keine Lust. Ich habe schon des Öfteren gehört, nicht aus dritter Hand, dass da einige tausend Euro geflossen sind. Und ich habe keine Lust dafür, nur weil jemand seine gestrickten Socken zeigen will und dann explizit drunter schreibt, gut abgelagert von Firma bla 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 und Firma bla 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 und das musst du von sowieso das zu bezahlen. Das möchten weder Mr. Wolleholiker ist auch Administrator noch Astrid und Sigrid. Also habe ich die letzte Zeit oder die letzten Monate immer mehr Zeit in der Facebook-Gruppe verbracht und entsprechend diese Beiträge bis ins Hackkleinste gelesen. Entsprechend habe ich auch dann gelöscht, mich mit Leuten unterhalten. Das ging dann irgendwann so weit, dass ich zu meinen Söhnen beispielsweise, wenn die mit mir telefonieren wollten, sagen musste, du, ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich muss in die Facebook-Gruppe, ich muss danach schauen. Oder aber eine Videoanfrage mit meinen Enkeln wegklicken musste, weil ich nochmal 2 Stunden in der Facebook-Gruppe verbringen musste. Und dann, nach jenem Vorfall jetzt am Wochenende, habe ich gedacht, nee, so, das kann so nicht sein. Ich muss mich quasi entscheiden,
mal vom Finanziellen und Copyright und Internetrecht abgesehen, aber aus diesen Gründen habe ich jetzt Freizeit, kann ich jetzt stricken, kann ich mich jetzt um meine Familie kümmern, kann ich soziale Kontakte pflegen, ja oder nein? Und dann habe ich mich entschlossen, nee, nicht. Weil klar, ich möchte gerne eine aktive Facebook-Gruppe haben. Das habe ich mir immer wieder gefragt und das war auch, oder das ist immer noch meine Intuition. Aber ich kann eigentlich alles zu 100% unterbinden, wenn ich sage, keine Fremdwolle, weil dann muss auch keiner schreiben, es ist eine Wolleholiker-Gruppe, da muss auch keiner schreiben, oh, Werbung für Wolleholiker, das ist eine Wolleholiker-Gruppe, da muss das nicht sein. Na, so, es gab keine Regeländerung, sondern eher eine Regelanpassung und deutlicher formuliert, gerne in der Facebook-Gruppe aktiv. Und angst- und stressfrei. Du kannst auch mal ein Katzenfoto, so wie sonst auch. Die Gruppe war immer harmonisch. Und wenn jemand was gepostet hatte, das nichts mit Stricken oder Häkeln zu tun hatte oder mit Wolle, ist niemand über denjenigen hergefallen. So soll das auch weiterhin bleiben. Und so wird das mit Sicherheit auch weiterhin sein. Sollte da jemals Gezicke sein. Was noch nie vorgekommen ist, gehen wir dazwischen, also keine Angst. Aber es muss nicht sein, dass ich und die anderen Angst haben müssen, dass da was passiert. Also Wolle von Wolleholika muss keiner dazu schreiben, das ist Wolle von, ich habe gestrickt, bla bla bla, da ist Wolle von Wolleholika drin. Oder das ist gestrickt aus Wolleholika, das ist eine Wolleholika-Gruppe, also ist es logisch. Ne? Regelanpassung. So, das war quasi mein kleines Wort zum Pfingstsonntag. Zur Regelanpassung. Oder Regelkonkretisierung habe ich mir hier aufgeschrieben. Ja, so ist das, wenn du den kleinen Finger gibst, ist zack die rechte Hand weg. Natürlich haben Leute drunter gepostet, wow, was ist jetzt mit meinen, selbst Sigrid hat mich gefragt, was ist jetzt mit den Kubo-Socks? Nein, warum soll ich die Regel jetzt wieder aufweichen? In dem Fall tut es mir leid, dass die Leute vergessen hatten beim Einpacken oder nicht so viel Wolleholiker-Wolle hatten. Beim Kubo Socks Pakete einpacken. Aber ich weiche das jetzt nicht wieder auf, mit der Ausnahme das, sondern das ist halt nun mal so. Und aus einem Strang Wolleholiker Wolle kriegst auch mehr als ein paar Stulpen oder ein paar Socken raus. So, aber das lässt uns alle ein bisschen ruhiger schlafen. Ich gebe oder wir geben genügend Geld für unsere Online-Auftritte auf wegen der rechtlichen Absicherung. Aber du kannst nicht alles absichern. Und ich weiß gar nicht, ob man dafür extra Geld im Monat bezahlen kann. Ich glaube auch gar nicht, aber ich sehe es auch gar nicht ein. So, wahrscheinlich wird es jetzt ein bisschen ruhiger in der Gruppe werden. Erstmal. Und dann wird es ein bisschen lebendiger sein, aber ich telefoniere lieber eine halbe Stunde mit meinem Sohn, anstatt dass ich, oder mit einem meiner Söhne oder Kinder, anstatt dass ich eine halbe Stunde absehbar oder planen kann, es das hier eh nie richtig, nochmal 2 Stunden in der Facebook-Gruppe verbringe, weil wenn was ist, dann hast du ja immer irgendwelche Streitgespräche oder uneinsichtige Leute oder Rumgezicke etc. pp. So, Thema fertig, Regelanpassung, Wolleholiker-Gruppe exklusiv, klein aber fein, Wolleholiker Garne oder Wolleholiker-Anleitung. Irgendwie was gestrickt, ne? So. So, was gab es noch in der letzten Woche? Klar, ich habe gefärbt und natürlich habe ich Vorbereitungen für das nächste Shop-Update am nächsten Wochenende vorbereitet. Der Laden hat wieder geöffnet. Das war recht spannend, weil ja keiner wusste,
von den Verantwortlichen, ob jetzt die Inzidenzen an diesem Feiertag gezählt werden oder nicht, aber anscheinend nicht. Ich saß beispielsweise der Laden, der Wollolika-Laden in Bremerhaven, Hafenstraße 37, hat ja donnerstags, freitags von 10 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Donnerstags habe ich das Internet abgesucht, weil keiner so genau wusste. Mittwoch kam schon die Meldung Lockerung, aber man weiß nicht wie. Habe ich bis 9:30 die das Internet abgesucht, aber nichts Konkretes gefunden. Nur eine 30-seitige Presseerklärung, ich nenne es mal Presseerklärung, vom Bremer Senat zu Bremen, Land Bremen, Stadt Bremen und Stadt Bremerhaven. Ganz toll in Amtsdeutsch, das habe ich zwar durchgelesen, aber nur die Hälfte verstanden. Aber nicht genau die Frage, die ich wissen wollte. Kann ich jetzt Terminshopping machen ohne offiziellen Corona-Test? Ja oder nein? Alles andere war mir klar. Okay, dann hat jemand angerufen und netterweise hat die Dame beim Amt gearbeitet. Und die sagte mir am Telefon, nee, da ist doch eine Meldung, das steht da. Ich nachgeguckt, tatsächlich, da steht das ja. Ich wieder zufrieden, weil die Leute von der Stadt oder von den offiziellen Behörden oder von der Handelskammer, es sind offensichtlich genauso ratlos dann mit, stimmt das jetzt oder stimmt das jetzt nicht? Kann man das jetzt so auslegen oder so auslegen? Aber dann war tatsächlich eine offizielle Meldung und es ist wieder Terminshopping möglich ohne offiziellen Test. Darüber bin ich ganz froh. Also hatte der Wollerholiger Laden mit ein paar Fragezeichen-Telefonaten am Donnerstag früh auch wieder geöffnet. Mal schauen, wie lang. Bin ja jetzt glücklich, dass ich 40 Quadratmeter habe, Verkaufsfläche ein bisschen mehr, weil wären wir noch im alten Laden, könnten wir nicht aufmachen. Da hatten wir ja knapp 10. Also, Terminshopping ist möglich ohne offiziellen Test. Ruf an, mach einen Termin. Schreib mir eine E-Mail. Für nächste Woche sind tatsächlich noch alle Termine zu haben. Ja, war sehr spannend. Mein Adrenalinspiegel ging also geht seit Donnerstag hoch und runter, hoch und runter. Das war die Woche. Dann kam Eike kam Mittwoch vorbei am Laden, da wusste ja noch keiner was, hat mir vorm Laden mit Schnutenpulli, Maskenpflicht in der Hafenstraße oder ganz Innenstadt Bremerhaven ist, ich habe heute noch nichts Aktuelles gelesen, auch aufgehoben, noch mit Schnutenpulli, habe mir eine Tasche übergeben, deshalb kann ich euch gleich was zeigen. Reinlassen durfte ich sie nicht, weil es ja verboten ist. Ja. Spannende Woche, kann ich sagen. Von Anita darf ich liebe Grüße ausstellen. Es geht ja immer besser. Eike habe ich gesehen. Es geht ihr auch gut. Und ich habe jetzt auch gleich was zu zeigen von Eike, weil jetzt kommen wir zu Strickfortschritte und fertige Projekte. Strickfortschritte und fertige Projekte weiche ich jetzt mal auf mit Anschlageritis. So, ich denke, ich bekomme in nächster Zeit auch mehr fertig. Genau, ich bekomme in nächster Zeit auch mehr fertig, weil ich muss nicht mehr Stunden rund mehrmals am Tag nach der Facebook-Gruppe gucken und Angst haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sondern kann mich dann auch mal abends hinsetzen und was am Stück stricken und nicht nur drei Reihen, gucke ich nach, oh, was ist das wieder für ein Post? Na so. Strickfortschritte, damit fange ich mal an. Diese Jacke hier kennt ihr alle schon. Die stricke ich ja aus der Punovini Kunkka. Habe ich jetzt über diese Klamotte drüber gehängt. Aber ihr seht, auch zu den Wasserfarben passt die Avocado-Farbe. Die Punovini Kunkka verlinke ich euch unten in der Infobox. Vini Kunkka ist ja
Man nennt das auch Regenbogenberg in Südamerika. Und da gibt es ganz viele verschiedene Mineralien. Und je nach Sonneneinstrahlung leuchtet der Berg in diesen Farben des Garnes Puno Vini Kunka, die wir komplett mit der ganzen Farbpalette im Shop haben. Das ist eine Mischung zwischen Baumwolle und Alpaka. Also ich habe ja aufgetrennt das letzte Mal, als ich euch das gezeigt hatte, war nicht so ein Stückchen Eicord unten abgekettet. Jetzt, das rollt sich jetzt noch, das gibt sich, wenn ich das wasche, ein bisschen spanne. Und ich habe den Ärmel angefangen zu stricken. Ich denke, ich habe nächste Woche zum Sonntagsvideo beide Ärmel fertig. Dieses Mal habe ich den Ärmel nicht mit dem Nadelspiel oder in der Runde gestrickt, sondern ich nähe den tatsächlich zusammen. Und noch kann ich es mir überlegen. Ich denke auch, ich mache auch so ein kleines, also lange Ärmel und so ein kleines Puffärmelchen. Aber zu meinen Sommerklamotten in den Aquafarben passt das auch nicht, nur zu meinem Kleid in die. Das ich hier drunter hatte. Das ist die Puno Vini Kunka und wenn ihr hier so guckt, da muss man noch die kleine Blende muss man noch festnähen. Deshalb kruschelt sich das hier so ein bisschen und hier kommt ein Knopf hin. So, kann bald losgehen. Die Jacke ist bald fertig. Dann habe ich natürlich, es gibt ja den aktuellen Woloholika Kall, die Häkeljacke Christine, die hing ja hier immer auf der Püppi. Habe ich natürlich das Video weitergemacht und auch dann auch selber fertig gehäkelt. Das mache ich in Grün, weil ich habe zu den Sommerklamotten in Aquafarben auch was in Grün passend dazu. Ich habe also mein Strickzeug, habe also auch meine Rückenteile fertig gehäkelt und die Rückenteile verbunden und den Zwickel in die Ärmel reingehäkelt und in Vorbereitung zum nächsten Video. Diesmal mache ich die Kante, wo ist der Ärmel? Das kommt aber erst im nächsten Video, nächsten Samstag. Nicht so, sondern ich erkläre das. Und erklärt das. Die Kante ist ein bisschen anders. Zwei Varianten. Das habe ich fertig gemacht. Und dann hatte ich im letzten Video ja gezeigt, was ich da so angestrickt habe, aber habe die Anleitung nicht gefunden. Die habe ich so ein bisschen verbummelt. Die hatte ich per Videochat Birgit gezeigt und die sagte, das ist nichts für Bummelfrauen. Oh, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, aber das bin ich komplett anderer Meinung. Das ist sehr wohl was für Frauen, die ein bisschen fülliger sind. Die meint ja immer, ja, okay, ich habe 7 Kilo abgenommen. Aber ich hatte ja auch schon Kleidergröße 46. Selbst dann würde ich mir das stricken. Das sieht hier so ein bisschen, kommt immer darauf an, mit welchem Garn man das strickt. Das ist die Anleitung. Kostenlos gibt es sie auf Englisch. Ich verlinke das unten. Ich verlinke das unten in der Infobox. Fairy Tale with a Thrill. Und ich mache mir das in so einem, ich stricke das aus einem Bangbüchs, in so einem quietschegrün. Ist ja ein Rattlan von oben. Und macht dieses Oberteil und die Ärmel tatsächlich erstmal planungstechnisch. Ich entscheide mich ja manchmal um in diesem quietschgrün. Es passt dann auch zu meinen Klamotten, die ich schon im Kleiderschrank habe. Und wollte aus so einem Wölkchen Crazy, Wölkchen Grün, den unteren Teil stricken. Aber wer weiß, da ist unten. Kann man das sehen? So ein kleines Lochmuster mit drin. Die nehmen im Original
was mit Kaschmir, Seide Merino, Leinen und Viskose, und haben auch eine dickere Garnstärke. Ich habe mir das so Pi mal Daumen umgerechnet bei meiner Meinung nach bei RVOs ist das ja nicht so wichtig. Das Bündchen stricke ich anschließend sowieso noch an. Dann kann ich eh noch anpassen mit der Länge und mit der Weite. Aber wir werden sehen. Das passt dann. Ich habe so eine, nicht Moosgrün, ich habe so eine. Ist hier was in der Farbe? Ich habe so eine frühlingsgrüne Strickjacke darunter. Mit einem Kleidchen passt das bestimmt gut. Also das habe ich jetzt nachgeholt. Gestrickt habe ich keine Masche, aber nachgeholt habe ich das jetzt mit dem Zeigen. Dann zeige ich euch mal, was ich schon. Ich glaube, sie habe schon ein paar Mal gesagt, was ich als spätestens, wenn diese Jacke und diese Jacke fertig sind, spätestens werde ich aus der Puno oder aus der Puno Vinicunca diese Vanina-Jacke anschlagen. Das ist aus dem, guck, das Werbung, auch die Anleitung vorher, aus dem Pasquali Book 3. Da mache ich noch mal eine ausführliche Rezension zu. Werde ich diese Jacke stricken, weil die gefällt mir total gut. Ist auch ein RVO, ganz, ich sag mal, ganz klassisch schlichtes Modell, aber die hat hier so an einem Arm so kleine aufgestickten Blümchen. Ist nicht jedermanns Sache, aber ich bin ja ein Mädchen und ich werde das tatsächlich machen, aber nicht Ton in Ton, sondern dann ein bisschen entweder heller oder dunkler abheben. Das ist das, die Vanina. Und was ich auf alle Fälle stricken werde, das habe ich in der Pasquali-Gruppe auf Facebook auch schon gepostet. Ich werde das Shirt, das habe ich jetzt schon in vielen verschiedenen Farben gesehen, das Shirt Dena. Jetzt habe ich, gleich fällt mein Buch auseinander. Ich habe da schon so böse behandelt. Glaube ich, das da werde ich noch stricken. Nicht in dem original verwendeten Garn, sondern das Shirt. Ich habe das in der Pasquali-Gruppe auf Facebook mit anderen Garnen in vielen unterschiedlichen Farben schon gesehen. Guck mal, das ist eine andere Ansicht. Das werde ich auf alle Fälle noch stricken. Aber dazu müssen diese beiden Jacken fertig werden. Das ist der Plan. Dann habe ich neu angeschlagen für Marco vom YouTube-Kanal Strick mir was, Marco. Und dieses Projekt, der mag ja grün, deshalb stricke ich das auch in grün. Dieses Projekt, die Tasche habe ich jetzt nicht da, die haust tatsächlich in meinem Projektbeutel. Ich habe so eine Hello Kitty pinkfarbene Projekttasche. Habe ich nicht als, gab es nicht als Projekttasche auf dem Markt, sondern als Täschchen für Kindergartenkinder. Aber ich fand das so niedlich. Und dann, ja, okay. Ich wusste, ich werde Oma. Und dann war es ein Junge. Ich bin mir sicher, dass Tamino auch mit dieser mit dieser Kindergartentasche in den Kindergarten gegangen wäre, aber dann fand ich die so niedlich, habe die selber behalten. Also ich habe eine Hello Kitty pinkfarbene Projekttasche aus Nadelfilz und da haust jetzt das Projekt, das ich für Marco anstricke von Kanal Strick mir was. Marco, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wir kennen uns schon ganz lange. Ich glaube, da war ich ganz frisch als Handfärberin unterwegs, 4 Jahre, bisschen länger.
Ich habe auch noch, dass da drin in der Kiste, Marco hat mir mal einen handgefärbten Garn, hat er gefärbt für mich geschenkt und ich habe das noch nicht angestrickt. Irgendwann noch liegt's. Also auf alle Fälle stricke ich Marco ein paar Socken und in grün mit zweifarbigem Bündchen. Und hier so ein kleinen Rippenmuster an der Seite. Das ist Anthrazit, das da so grau, also dunkler. Das ist aus, jetzt kommenden Samstag haben wir ja ein Shop-Update, da geht eine neue Qualität online und zwar von der Lauflänge her der fettere Bruder von der Bangbüchs und dem Scheißerchen. Also bin ich am Sabbeln mit Birgit und habe gesagt, wir kriegen eine neue Qualität. Ja, was denn? Ich sag ja Merino Sockenwolle. Gleiche Qualität wie die Bangbüchs. Oh, die ist toll, die ist total weich. Und wie die Scheißerchen. Ja, die ist auch weich. Die kenne ich noch nicht. Okay, Bangbüchs 800 Meter, gleiche Garnzusammensetzung. Nur kürze, also gleicher Hersteller, nur kürzere Lauflänge. Unsere Scheißerchen. Die gibt es hier eigentlich auch nur, weil ich mich da beim Kaufen der Rohwolle vertan habe. Bewusst habe ich dann die gleiche Kiste 800, 600 in 400 Meter gekauft, weil die anderen beiden so weich sind und pflegeleicht in der Waschmaschine und nicht Kilometer länger werden, wenn du dir daraus was strickst. So, habe ich gefärbt, gehen nächstes Wochenende in Online-Shop, aber Birgit sagt, ich wollte die Wollholiker Socks nennen. Dann sagt, aber ich bin mir noch nicht sicher. Dann sagte Birgit, Wollholiker Socks. Eigentlich muss das ja, du hast ja Bangbüchs, also ist ja Plattdeutsch für Angsthase, Scheißerchen. Also Bangbüchs, Angsthase, Büchs ist ja das plattdeutsche Wort für Hose, also Scheißerchen. Muss ja eigentlich vom Namen passen. Also habe ich, ach, ich habe bestimmt eine Stunde gesucht im Internet. Ich kann ja kein Platt. Bestimmt eine Stunde gesucht im Internet. Und dann kam ich letztlich auf den Namen Plüschmors. Weil ich gesucht habe nach Kosewort für Babys, für kleine Kinder, für Kleinkind auf Plattdeutsch. Es gibt wohl so eine Region, da heißen kleine niedliche Kinder auch Plüschmors. Aber Plüschmors ist eigentlich der Name für eine Hummel. Weil, stellt euch so eine Hummel mal bildlich vor, so eine Hummel hat ja so einen plüschigen, das sieht total knuffig und weich aus, Poppes. Ne? So dieses Hinterteil der Hummel. Da habe ich gedacht, ja, eigentlich passt das ja. Ist ja kuschelig und weich und fluffig. Warum nenne ich das nicht Plüschmors? Mors, Popo, hat was mit Bangbüchs, Büchs die Hose zu tun und dem kleinen Scheißerchen. Dann mache ich ja wieder die Runde zwischen kleiner Angsthase, Kind und Popöchen. Plüschmors. Kommt nächstes Wochenende online. Ich habe alle, ich habe soweit wie es geht, alle Grundfarben gefärbt, also vom Zitronenfalter bis über Salty Orange, bis über Mitternachtsblau und halt auch grün. Und weil ich den Marco unheimlich mag und dem schon bestimmt seit über einem Jahr ein paar Socken stricken wollte, habe ich gedacht, okay, der mag grün. Dann nimmst du das jetzt mal zum Anlass und strickst dem ein paar Socken. Dann habe ich ihn zwischendurch nochmal angeschrieben und habe gesagt, ey, hast du einen hohen Rist? Wieso? Ja, weil ich stricke dir ein zweifarbiges Bündchen. Das ist nicht so elastisch. Dann kam nur ganz trocken zurück. Nein, passt alles. Größe sowieso, 2,5 Nadeln. Passt. Okay. Also stricke ich weiter. Habe ich gegessen. Angefangen. Für meine Nerven zur Beruhigung. So,
Habe ich jetzt alles erzählt? Jetzt kommt Eike. So, Eike hat mir ja was abgegeben. Und Eike war ganz fleißig. Erstmal die Überraschung. Eike hat mir... so kleine, aus Wohnerholika-Resten, so kleine Söckchen gestrickt und hat gesagt, die darf ich in Bestellungen reinpacken, für die, die ich mag. Ich weiche das jetzt mal aus. Die nächsten sind 5 Söckchen, die nächsten 5 Bestellungen kriegen so ein kleines. Dann kannst du dir einen Schlüsselbund machen, deine Münze oder deine Marke für den Einkaufswagen da rein machen, Tampon da reinstecken, was auch immer, mach dir das an Schlüsselbund. Nicht nur liebe Grüße von Wolleholika, sondern auch liebe Grüße von Eike. 5 Stück habe ich, 5 Stück gehen dann raus, die nächsten 5 Bestellungen. Und Eike hat gestrickt. Liebe Gabi, die blauen Socken sind Wolleholika-Reste. Also hat sie verschiedene, Größe 40, verschiedene, ich mache das jetzt nicht auf, die hat das so zusammengebunden, deshalb ziehe ich das auch nicht aufs Sockenbrett, verschiedene Wolleholika-Reste miteinander verstrickt in Streifenoptik. Ich weiß ganz genau, das ist ein Wilken Hellblau und das war, glaube ich, mal eine Monatssocke. Eine Monatsfärbung. Hat sie gestrickt in Größe 40. Und guck, die findet sich hier wieder. Und das ist das Donnerwetter. Das ist Größe 39. Mit einem Zopf hier an der Seite. Und 2 rechts, 2 links Bündchen. Die anderen Socken auch. Eine Jojo-Ferse. Und Bandspitze. Das Wort suche ich jetzt wie Sternchenspitze. Die stricke ich selber. Sternchenspitze. Und genauso hier, da hat sie Wolleholika-Reste mit reingestrickt. Mit einem blauen Industrierest. Das sind Mujos. Und das ist Größe 39,40, also ziemlich viel. Und ich weiß, Eike wollte nächste oder übernächste Woche Termin-Shopping machen zu mir und dann können wir endlich mal sabbeln. Alter Verwalter, wir haben uns das letzte Mal gesehen, richtig bis auf jetzt, kurz, letzten September, letztes Jahr September. Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai. Also sehen wir uns nach. Haben wir uns nach 8 Monaten das erste Mal wieder gesehen. Ansonsten ging das immer nur digital oder per Paket und sehen uns dann im schlechtesten Fall im 9. Monat wieder. So, die Blendersocken sind vollkommen aus Wolleholika-Resten. Die Blendersocken, das weiß ich gar nicht. Das ist auf alle Fälle das Wolleholika-Ostersocken-Muster. Das ist der Größe 38. Ich weiß nicht, was Blendersocken sind. Also 38 mit dem Wolleholika Ostersockenmuster. Dieses Muster findest du auf dem Wolleholika YouTube-Kanal. Und die Sneaker auch aus Wolleholika, aber nicht mal aus dem Rest. Also hat sie einen neuen Strang angefangen. Das sind Sneakersocken 39,40 und 42. Das war, glaube ich, die Färbung Einhorn. 42. So siehst du, wenn wir uns sehen, kann das alles wieder zurück zu Eike. Aber das da geht in die Pakete. Und dann hat sie mir noch eine Etagere geschenkt. Die steht aber schon im Laden. Und auf der stehen keine Kekse oder kein Gebäck, sondern kleine
kleine Wollkeks habe ich da drauf gepackt. So. Eike hat ja eine kleine Strickmaschine im Keller. Also ihr seht das, mir geht das nicht anders als euch. Und auch jetzt, als ich endlich wieder Kunden im Laden hatte und ich darf hier nur eine Person oder zwei Personen aus einem Haushalt reinlassen. Und dann muss ich ja so nach so und so viel Uhrzeit so und so lange lüften. Aber ihr glaubt nicht, wie schön das ist, wenn du mal endlich wieder face to face sabbeln kannst. Also das hat mir echt gefehlt. Ja, also mir geht es nicht anders als euch. Obwohl ich ja eigentlich, also ich weiß von mir aus, ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt doch mal unten rein in die Kommentare. Seid ihr eher der gesellschaftliche Typ? Also abends immer gern aus, treffen mit hier und treffen mit da und mit da am Zweck und da am Zweck und da am Zweck. Ich bin ja eher so der Einzelgänger. Und wenn ich dann zu Hause bin, gut, mag auch daran liegen, dass ich beruflich immer mit Menschen zu tun hatte. Wenn ich dann mal zu Hause war, war ich immer froh, dass ich nicht reden musste und keinen gesehen habe. Aber auch schon vorher, ich war schon immer eher so dieser Einzelgänger. Mit weniger Freunden, ne? Gibt ja Leute, die haben keine Ahnung, 150 Freunde und bla bla bla. Bei mir war das immer sehr, ne, so ein kleiner Kreis. Aber trotzdem diese soziale Kontakte, also die fehlen mir auch. Da bist du ja schon richtig ausgehungert. Ja, ich glaube, das ist das richtige Wort. Was habe ich noch? Genau, das habe ich vergessen. Was habe ich noch gemacht? Natürlich, ich habe ja, das hat ganz viel Zeit gekostet. Da habe ich erklärt, wie du die Zunahme machst. Also diese Bildchen malen. Wie du die Zunahme machst, eine A-Linie. Bei der Häkeljacke Christine etc. etc. habe ich eine ganze Horde. Das kommt dann in meinen Projektordner. Aha, das sagt der Woloholiker zu mir. Ich habe ja ein bisschen gestänkert, eher als Beifahrer. Ich soll dir auch mal sagen, dass er manchmal daneben sitzt und sagt, du kannst ja auch 50 fahren. Es gibt so. Habe ich hiermit gemacht. Thorsten, du hörst das bestimmt an. Es gibt so zwei Straßen, durch die ich regelmäßig fahre. Die eine Straße ist ganz, also ist im Kiez, ich nenne es mal Kiez. Und je nachdem, wie es Geld gab, laufen da manchmal gerne Leute einfach so über die Straße. Die haben einen Affen auf der Schulter, manchmal auch zwei Affen. Also die sind nicht mehr so ganz nüchtern. Und da habe ich schon mal beinahe einen mitgenommen, weil der einfach so auf die Straße gelaufen ist. Deshalb fahre ich da immer so ein bisschen weniger als 50, weil ich, wenn ich das so beobachte, weil ich mir nicht sicher bin, rennt der jetzt einfach so auf die Straße und guckt nicht. Und dann gibt es auch noch so eine andere Straße. Da achte ich nicht auf den Wochentag, ob es Geld gab oder nicht, sondern ich achte immer, wer läuft da an der Straße? Weil da ist so eine Seniorenresidenz. Und da laufen dann entsprechend sehr viele, ach, ich bin ja auch bald 60, also Leute, die ein bisschen älter sind als ich, meist am Rollator, das war nämlich der Herr, um den es ging, am Rollator. Und da gibt es keinen Gehweg, sondern eine Fußgängerpforte. Und auf der Straße gibt es, auf der anderen Straßenseite, kurz danach, gibt es einen Supermarkt. Und der Herr ist einfach so über die Straße an dieser Fußgängerpforte plötzlich, ich musste eine Vollbremsung hinlegen, da hat sich furchtbar aufgeregt und mich vor, ich, Blut und, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, weil es war echt knapp. Und hat mich dann ganz furchtbar beschimpft, weil das doch der Fußgängerüberweg war. Na, mein Fußgängerfahrt ist ja kein Zebrastreifen, ne? So hätte ich ja schon vorher besser geguckt. Also er war der Meinung, dass es
Das ist für Fußgänger, also gucke ich da, gehe ich da schon immer so ein bisschen vom Gas, um zu gucken, läuft da nicht jemand einfach so, könnte da nicht jemand gehen und einfach so über diese Fußgänger vorzugehen, weil er denkt, das ist ein Zebrastreifen und Fußgänger haben Vorfahrt. Und kurz danach gibt es nämlich eine Stelle, da rennt gern ein schwarzes Huhn rum, das büchst immer aus. Das sind so die zwei Stellen, wo ich dann nicht 50 fahre, sondern 47. Aber Thorsten sagt ja auch zu mir, fahren Sie 25, fahren Sie 20, ich will dem Tod ins Auge sehen. Ne? Wenn wir morgens dann mal losfahren oder sonst, wenn wir zusammen unterwegs sind. So. Aber ihr seht, ich habe mit Mr. Wodehulig immer was zu lachen. Und der verscheißert, also er verscheißert mich immer und ich falle auch nach diesen ganzen vielen Jahren immer noch auf den rein. So, weil er so pupstrocken ist. Ich werde dieses Video Sommer, der Regen wird wärmer nennen, weil Anfang der Woche sind wir miteinander im Auto gefahren. Und dann sagte Thorsten, ach guck mal, der vierte Tag tagsüber 11 Grad, du, ey, im zweistelligen Bereich. Der Regen wird wärmer, es ist Sommer. Deshalb heißt dieses Video so. An der Nordseeküste weiß man das ja nie so. Das weiß ich jetzt aus Erfahrung, weil ich ja dann die letzten Jahre schon immer die Kinder da hatte. Die gucken dann den Wetterbericht nach und sagen, oh, 22 Grad, alles gut. Dann sage ich dann, oh, wo geht er denn hin? Oh, wir gehen nach Bremerhaven, bla bla bla. Dann sage ich, habt ihr auch die Jacke angepackt? Nee, wieso? Es werden 22 Grad. Dann sage ich immer, oh, nehmt eine Jacke mit, 22 Grad hier an der Nordsee. Anders als 22 Grad in Baden-Württemberg. Abends dann, also, und abends dann, wie gut, dass wir eine Jacke mitgenommen haben. Na, hier ist Wind. Und dann sind 22 Grad halt ein bisschen anders. Aber heute hatten wir auch 12 Grad und Sonnenschein. So, also, was habe ich nächste Woche vor? Ich werde noch ein bisschen färben. Vorbereitung für Shop-Update muss ich machen. Ich muss ganz viele Stränge drehen, weil wegen der neuen Qualität, die ja ich vollumfänglich in den Shop stellen mag. Ich habe ein bisschen oder ich habe einiges Organisatorisches zu erledigen. Klar färbe ich, aber mein Wochenspruch, diesmal habe ich geguckt. Mein Wochenspruch ist diese Woche von Laozi. Die Natur hat keine Eile, dennoch gelangt sie ans Ziel. Also, in der Ruhe liegt die Kraft. Montag ist ja auch noch Feiertag, da mache ich auch gar nichts. Ich lege die Füße hoch, ich werde stricken, werde dann hoffentlich auch ein gutes Stück weiter oder meinen ersten Ärmel fertig bekommen. Und dann ziehen wir weiter. Dann wünsche ich jetzt 48 Minuten. Ich wünsche euch allen, wann immer das schaut, aber auf alle Fälle heute ist Pfingstsonntag, einen wunderschönen restlichen Pfingstsonntag, ein schönes Pfingstwochenende. Habt eine schöne Zeit. Genießt die, wenn es denn möglich ist. Lasst es euch gut sehen und wir sehen uns nächste Woche unserem 140. Sonntagsvideo, wenn es wieder heißt, Sonntagszeit ist Videozeit. Tschüss!